Der Raygate-UFO-Vorfall von 1988 ist ein faszinierender Fall in der Geschichte unidentifizierter Flugobjekte. Er zeichnet sich durch eine Fülle von Augenzeugenberichten, polizeilichen Zeugenaussagen und sogar Radarbildern aus. Trotz der zahlreichen Dokumentationen wurde der Vorfall rasch vertuscht. Fast 40 Minuten Videomaterial von Überwachungskameras auf der Autobahn sollen das Geschehen festgehalten haben. Doch das Filmmaterial wurde bald als geheim eingestuft, was für Spekulationen sorgte. Was geschah am 4. März 1988 über der M25? Und warum bleibt dieser Fall trotz der vielen Hinweise so umstritten und geheimnisvoll? Am Abend des 4. März 1988 gegen 21 Uhr erreichten etliche Anrufe die Notrufzentrale. Zahlreiche Menschen meldeten seltsame, schwebende Lichter am Himmel über der M25 bei Raygate, nur unweit von London. Einer der ersten, der etwas Ungewöhnliches entdeckte, war Joe Clark. Seine Frau und Tochter hatten bereits eine Stunde zuvor zwei parallel verlaufende Lichter gesehen, die sich am Himmel über der Autobahn näherten. Doch Clark selbst schenkte dem keine Beachtung, bis er gegen 19 Uhr selbst nach draußen ging und das Phänomen mit eigenen Augen sah. Daraufhin informierte er einige seiner Verwandten in anderen Teilen Londons, die ebenfalls alle das seltsame Himmelsgeschehen beobachten konnten. Die Lichter blieben für Stunden sichtbar. Drei Polizisten, die auf Clarks Anruf reagierten, trafen kurz nach 21 Uhr ein. Anfangs erwarteten die Beamten nichts Außergewöhnliches und scherzten noch über kleine grüne Männchen. Doch als sie selbst die Lichter erblickten, änderte sich die Stimmung rasch. Clark beschrieb das Erlebnis in der Ausgabe der Raygate & Redhill Zeitung am 10. März 1988 folgendermaßen. Es war so seltsam. Es war eine unheilvolle Präsenz, weil es etwas war, das dort eigentlich nicht sein sollte. Clark schätzte, dass das Objekt etwa 100 bis 200 Fuß breit war und in einer Höhe von rund 2000 Fuß schwebte. Als die Polizei versuchte, eine Erklärung für die Erscheinung zu finden, kontaktierten sie die Radarstationen von Heathrow und Gatwick. Die Antwort war überraschend. Die Radarleitstelle von Gatwick meldete, dass sie etwas Ungewöhnliches auf dem Bildschirm hatten, das sie nicht identifizieren konnten. Zudem ergaben spätere Ermittlungen, dass in einem Umkreis von etlichen Kilometern um Raygate weitere Sichtungen gemeldet wurden, unter anderem in Watford und Wimbledon. Diese Berichte machten den Fall für UFO-Forscher besonders spannend, da sie dadurch die Hoffnung hatten, endlich handfeste Beweise für die Existenz außerirdischer Flugobjekte in der Hand zu haben. Der wirklich brisante Aspekt dieses Vorfalls war jedoch, dass die gesamten rund 40 Minuten der Erscheinung auf Überwachungskameras entlang der M25 aufgezeichnet wurden. Dennoch verweigerte die Polizei von Hertfordshire, die das Filmmaterial sicherstellte, die Veröffentlichung und gab offiziell an, dass die Aufnahmen in ihren Akten verbleiben würden. Chief Inspector Chris Patridge erklärte gegenüber der Watford and Westherts Review am 10. März 1988, es waren etliche Lichter am Himmel zu sehen, die wir nicht erklären konnten. Zwei Lichter bewegten sich und zwei waren stationär. Wir hatten einen Polizeiwagen in der Nähe und richteten eine Kamera auf den Himmel. Aber die Aufnahmen bleiben in unseren Akten. Wir haben alles versucht, um herauszufinden, was es war. Aber wir haben keine Erklärung gefunden. Das Ganze verursachte jedoch keine Schwierigkeiten in der Umgebung. Für UFO-Forscher und Enthusiasten war dies eine herbe Enttäuschung und weckte gleichzeitig Verdacht. Der damalige Herausgeber des Magazins Flying Saucer Review, Gordon Creighton, äußerte seine Vermutung, dass die Behörden gezielt versuchten, die UFO-Aktivitäten zu vertuschen. Dennoch gelangten durch eine undichte Stelle einige Standbilder der Videoaufnahmen an die Öffentlichkeit, was die Glaubwürdigkeit der Berichte zusätzlich stärkte. Eine weitere Zeugin, Daphne Knapp, meldete sich eine Woche später in der Watford and Westherts Review. Die 54-jährige Bewohnerin des Watford-Viertels Carpenters Park berichtete von einem langen Objekt, das am selben Abend über ihrem Wohngebiet schwebte.
Daphne Knapp beschrieb das Flugobjekt als etwa 20 Meter lang und gab an, dass es ein leises Summen von sich gab, als es sich ihr näherte. In ihrer Schilderung sagte sie Folgendes: Ich sah dieses leuchtend grüne Objekt, das auf mich zukam, direkt vor den Häusern. Es war flach am Boden und hatte zwei rote Lichter am hinteren Ende, die nicht wie die Lichter eines Flugzeugs blinkten. Ich habe so etwas noch nie gesehen und ich wünschte, ich hätte einen Film in meiner Kamera gehabt. Nachforschungen ergaben, dass Knapp eine glaubwürdige Zeugin war, die ihre Beobachtungen detailliert und präzise schilderte. Sie verglich das Objekt mit einem Boot, das förmlich durch die Luft segelte. Creighton beschrieb ihr Zeugnis als eine der überzeugendsten Aussagen, die er je gehört habe. Interessant ist, wie unterschiedlich die lokalen Medien über diesen Vorfall berichteten. Während die Watford and West Hertz Review den Vorfall respektvoll und neutral behandelte, ging die Watford Observer, eine bekanntere Zeitung, unverhohlen in die Offensive, um den Vorfall runterzuspielen. Die Berichte waren spöttisch und schon in einer frühen Ausgabe bezeichnete das Blatt die Sichtungen als Hirngespinste. Eine Woche später wurde erklärt, dass es sich schlicht um den Planeten Venus gehandelt habe. Gordon Creighton, der Herausgeber der Flying Saucer Review, äußerte öffentlich Kritik an dieser Berichterstattung. Er stellte die Frage, ob die Zeitung möglicherweise Anweisungen zur Verharmlosung solcher Ereignisse erhalten hatte. Seinen Worten nach würde dies zu einem perfekten Muster passen, in dem offizielle Stellen wiederholt versuchten, UFO-Sichtungen zu entkräften und die öffentliche Meinung gezielt zu beeinflussen. Zudem schrieb er Briefe an die Watford Observer, in denen er darauf hinwies, dass er das Video selbst gesehen habe und Standbilder daraus besaß, doch er erhielt keine Antwort. Noch mysteriöser wurde der Raygate-Fall durch spätere Ereignisse. Als Gordon Creighton das Geschehen Jahre später erneut untersuchte, um mit den damaligen Zeugen zu sprechen, machte er erschreckende Entdeckungen. Die Journalistin Christine Milne, die 1988 für die Surrey Mirror Raygate and Red Hill über den Vorfall berichtet hatte, war angeblich nicht mehr auffindbar und hatte die Zeitung vor langer Zeit verlassen, ohne dass ihre ehemaligen Kollegen eine aktuelle Kontaktadresse hatten. Auch der ursprüngliche Zeuge Joe Clark schien wie vom Erdboden verschluckt. Clark, der 1988 als Hausmeister am East Surrey College of Art beschäftigt war, sollte laut Aussage des Colleges ebenfalls keine Spur hinterlassen haben. Nachdem Creighton mehrmals erfolglos Kontakt zum College aufnahm, erhielt er schließlich die Antwort, dass man keine Spur von einem ehemaligen Mitarbeiter namens Joe Clark habe. Diese seltsame Entwicklung ließ bei vielen UFO-Forschern die Alarmglocken schrillen. Für Creighton und andere Investigatoren deuteten die Versuche, Zeugen und Informationen aus dem Vorfall verschwinden zu lassen, auf eine gezielte Vertuschung hin. Der Raygate-Vorfall war keineswegs die einzige Sichtung in dieser Zeit. Bereits zwei Monate vorher, im Januar 1988, meldete ein junges Mädchen in Kensington ein UFO, das über ihrem Garten schwebte. Nachdem die Eltern die Polizei verständigt hatten, kam ein Beamter vor Ort und wurde Zeuge des seltsamen Phänomens. Er bat um Verstärkung und insgesamt 8 Polizisten beobachteten das Objekt. Am 31. Januar sichtete ein Polizeibeamter in Manchester ein helles, stationäres UFO über dem Manchester Airport. Nur wenige Tage darauf, am 6. Februar, meldeten 5 Polizisten in Telford ein UFO mit grünem, gelbem und blauem Licht, das über der Stadt schwebte. Und am 16. Februar gaben die beiden Beamten Stuart Griffith und Michael Powell in Staffordshire an, einen leuchtenden, lautlosen Flugkörper gesehen zu haben. Die Beschreibung ihrer Sichtung entsprach auffällig den Berichten über das Raygate-UFO. Auch hier gab es an dem gesamten Umfang des Objekts blinkende rote und grüne Lichter. Der Raygate-UFO-Vorfall bleibt auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung ein Rätsel. Trotz der Augenzeugenberichte, der Polizeifotos und der Radarbilder von Gatwick gab es bis heute keine offizielle Erklärung für das Ereignis. Der Mangel an Transparenz, das verschwundene Videomaterial und die manipulative Berichterstattung in den Medien werfen weiterhin viele interessante Fragen auf.